Mehr Disziplin und Motivation zum Abnehmen. Ganz viele Leute, die abnehmen wollen, die haben da ein bisschen ein Problem damit, dass sie sagen, ja, okay, ich sollte Sport machen, ich muss Sport machen. Ich bekomme den Arsch nicht hoch, um Sport zu machen. Und ich will jetzt mal ganz vorne anfangen bei den wirklich großen Punkten, die vielleicht etwas, ja, schwerer verdaulich sind. Und dann geht es langsam hin zu diesen alltagstauglichen Tipps. Aber ganz wichtig ist schon mal am Anfang, dass man klärt für sich, warum will ich denn eigentlich Sport machen? Denn viele Leute, die haben auch eine falsche Einstellung zum Sport. Die sind immer so dieses, ja, ich muss das machen. So, als wäre es eine Belastung. Aber du musst gar nichts. Du könntest auch weiterhin auf der Couch liegen, Süßigkeiten in dich reindreschen und immer dicker werden. Das juckt niemanden. Das ist komplett deine Entscheidung. Das heißt, verabschiede dich von diesem Opfergetue von wegen, ja, ich muss ja diesen Sport machen, das ist alles so schlimm, ne? Das ist deine Entscheidung. Du willst doch diesen Sport machen, damit du aus dieser Situation rauskommst, dass du dich wieder fit fühlst, dass du dich wieder wohlfühlst im Körper. Und du hattest wahrscheinlich in deinem Leben schon oft so Situationen, dass du bei gewissen Sachen gesagt hast, ja, das muss ich jetzt machen, weil ich XY will. Aber dann ist es halt ein Ding, wo man sagt, ja, okay, ich muss es schon irgendwo machen, aber ich habe mich bewusst dafür entschieden, weil ich ja fit sein will. Das heißt für dich ganz klar mal im Kopf, warum willst du Sport machen? Weil du dich wahrscheinlich fitter fühlen willst, weil du die aktuelle Situation nicht mehr tolerierst, wo du sagst, hey, ich will nicht mehr so einen Bauch vor mir herziehen, das nervt mich einfach. Ich will nicht, wenn ich Schuhe bin, dass der mir im Weg ist. Wenn ich in den Spiegel sehe, wenn ich Klamotten trage, dass das nicht ordentlich passt, dass man wirklich emotional reingeht. Such dir die schlechtesten Bilder von dir raus, häng die irgendwo auf und sag dir, war mal, das bin ich? Ey, so kann es nicht weitergehen, ich muss jetzt irgendwas ändern. Das heißt, an der Motivation, an diesem Warum erstmal klar werden, warum will ich irgendwas tun? Weil das ist immer so diese Grundintention, die wichtig ist für das Ganze. Wenn du das für dich geklärt hast, dann geht es darum, wie sieht denn eigentlich mein Sport aus? Das heißt, wie strukturiere ich das in meinen Alltag? Weil daran scheitern auch viele, die sagen, ja, ich will mehr Sport machen. Ja, was bedeutet mehr Sport? Wie oft die Woche willst du es machen? Was willst du machen? Wie viel Zeit hast du? Zu welcher Tageszeit willst du das Ganze machen? Und das hört sich jetzt erstmal etwas unsexy an, aber wie Menschen, wir brauchen Strukturen. Das ist wie Termine in deinem Kalender. Wenn du die nicht hättest, würdest du sie wahrscheinlich nicht wahrnehmen, dann verdattelst du immer mal wieder ein. Und so sollte halt Training, Sport, Bewegung auch wie ein Termin in deinem Kalender drin sein. Dass du dir für dich mal ansiehst, ja okay, was ist realistisch? Wie oft die Woche traue ich mir Sport zu machen? Sagen wir dreimal. Ich sage, okay. Und wie lange pro Einheit? So 30 Minuten. Okay, passt. Wann? An welchen Tagen, zu welcher Uhrzeit mache ich das Ganze? Und darauf für dich, dass du mal schaust, bei vielen Kunden zum Beispiel von uns hat es mega geholfen, dass sie einmal für sich sehen, ah, warte mal, ich könnte ja auch am Morgen Sport machen, bevor ich zur Arbeit gehe. Weil dann kann nicht so viel schief gehen. Weil wenn ich dann doch länger arbeiten muss oder wenn ich heimkomme und vielleicht die Kinder krank sind oder die Frau irgendwas hat, dann ist so dieses, ah, ja, jetzt kann ich nicht Sport machen, weil XY. Aber morgen früh, das ist das Einzige, woran es scheitern kann, bist du, weil du zu faul bist, wenn der Wecker geht und sagst, boah, nee, ich will es nicht aufstehen. Natürlich, wenn du sehr früh am Morgen anfängst zu arbeiten, dann ist es vielleicht nicht die richtige Strategie für dich. Aber dass du einfach für dich schaust, wirklich im Kalender, wann mache ich meinen Sport? Wo ist am wenigsten Konfliktpotenzial mit anderen Dingen? Das heißt, an welchen Tagen, zu welchen Uhrzeiten mache ich das Ganze? So. Das heißt, wir haben geklärt, warum willst du Sport machen? Ich hoffe, du hast da für dich einen klaren Grund, wieso du diese Plauze loswerden willst. Dann, wann, an welchen Tagen, zu welcher Uhrzeit, wie oft die Woche, wie lange habe ich einen Sport? Schon mal wichtig. Da macht es natürlich auch Sinn, einen Plan zu haben. Einen Plan, der zum einen zielführend ist, der aber auch bis zu einem gewissen Grad Spaß macht oder zumindest erträglich ist. Weil es gibt so Arschlochübungen, zum Beispiel auch beim Krafttraining, wo man sagt, hey, alleine durch diese eine Übung, auch wenn sie vielleicht effektiv wäre, ist es nicht wert, diese Übung im Plan zu lassen, weil die Hürde dann, den Sport zu machen, um so vieles größer wird, weil du immer denkst, boah, ne, Beine trainieren, so scheiße. Aber dann nimm doch lieber zum Beispiel Ausfallschritte, so eine Übung, die viele Leute hassen. Dann sagen wir, okay, warte mal, dann nimm doch die Ausfallschritte raus, mach zum Beispiel eine Kniebeuge draus. Ist genau die gleiche Bewegung, aber macht vielen Leuten mehr Spaß, weil sie schneller fertig sind, weil du musst nur 10 Wiederholungen zum Beispiel machen und nicht 10 rechts, 10 links.
Oder man sagt sich für sich selber, ja okay, wie wichtig ist mir das mit den Beinen überhaupt? Es gibt auch Leute, die sagen, nee, ich habe eh stramme Beine, das brauche ich gar nicht so. Und dadurch wird ihr Training viel leichter oder man macht halt weniger Sätze davon, dass man sich für sich einfach mal anschaut, okay, was sind so die Arschlochübungen und die ziehe ich ein bisschen raus oder milder sie ein bisschen ab, weil so effektiv kann eine Übung gar nicht sein, dass sie es wert wäre, zu riskieren, dass du den Sport überhaupt nicht machst, weil du denkst, boah, ne, wieder das, ne, wieder so Muskelkater die nächste Zeit. Das ist nicht. Und dann, nächster Tipp noch für mich, gerade wenn du am Morgen Sport machst. Am Abend ist es wahrscheinlich auch hilfreich, aber ich mache immer morgens Sport und dann lege ich mir am Vorabend schon die Klamotten raus. Weil wenn ich am Morgen aufstehe mit der Freundin, dann will ich nicht da erstmal, weil ich wechsle dann immer. Dann ist so dieses, dann muss ich im Klamottenschrank irgendwie mit dem Handy, Taschenlampe, weil ich will ja nicht das Licht einschalten, weil sie noch schläft, irgendwie die Sachen zusammensuchen und dann bin ich wieder das vergessen, dann muss ich wieder zurücklaufen und wieder rauslaufen. Leg die einfach am Vorabend die Sachen raus, leg die zum Beispiel draußen auf die Couch hin und dann ist einfach das Einzige, du stehst am Morgen auf, wackelst so ein bisschen raus, ziehst dich an, putzt vielleicht noch Zähne, trinkst ein bisschen Wasser und dann Abfahrt ins Training. Und da vielleicht auch noch zwei kleine Tipps. Der erste, wenn du morgens Sport machst, setz dir einen Wecker für die Tage, in denen du Sport machst. Bei mir zum Beispiel im Handy ist es so, ich habe zwei Aufwachzeiten. Die eine ist, wenn ich Sport mache, die andere ist, wenn ich keinen Sport mache. Das heißt, Montag, Mittwoch, Freitag zum Beispiel stehe ich um 6.50 Uhr auf, weil ich da noch Sport mache. Und Dienstag, Donnerstag eine Stunde später, weil ich da keinen Sport mache. Und so muss ich nicht am Abend auf der Couch sitzen und mir überlegen, mache ich morgen wirklich Sport oder nicht? Und du hast eine Entscheidung schon mal weniger, weil da müsstest du schon mal sagen, ja doch, ich stehe früher auf. Da scheitert es nämlich schon oft. Das heißt, du kannst das schon mal vorwegnehmen und kannst sagen, warte mal, ich stelle mir direkt den Wecker für die Tage, wo ich Sport mache, morgen ein bisschen früher. Dann muss ich da nichts mehr anfassen. Und wenn am Morgen der Wecker geht, das ist auch ein Training. Also es hört sich vielleicht bescheuert an, aber Willenskraft, Disziplin ist wie so ein Muskel, den kannst du trainieren. Und wenn du für dich einfach im Bett liegst, Wecker geht, dann kannst du ja auch für dich erlauben, dass du sagst, okay, einmal schlummer ich, das ist okay, das nehme ich mir. Aber wenn das zweite Mal den Wecker geht, dass du wirklich bei dir im Bett liegst und dann für dich so eine 3-2-1 Entscheidung triffst. Das heißt, du liegst im Bett und denkst, weil sonst fängt der Kopf an nachzudenken, ja, warum soll ich es nicht machen? Ja, es ist kalt draußen, es ist grausig, ja, das und jenes. Wenn das Wecker geht, für dich liegst du da und sagst, okay, 3, 2, 1 und jetzt steh auf. Weil es ist oft so eine Millisekunde, es hört sich so bescheuert an, wenn ich das jetzt hier mitgebe, aber hat einen riesen Effekt, weil du dir gar nicht erst anfangen kannst durchzudenken, wieso du jetzt etwas nicht machen kannst, weil du findest immer Gründe dafür. Dass du einfach sagst, 3, 2, 1, fuck it, jetzt mach ich's. Das ist wie bei so einem Fallschirmsprung. Wenn du im Flieger bist, dass du dieses, alles im Körper sagt nein, aber mach's trotzdem. 3, 2, 1 und weg. Das heißt, es braucht nur diesen kleinen Punkt bei dir. Und dann noch ein ganz wichtiger Punkt für die Motivation oder auch die Disziplin für den Sport. Es muss halt auch Ergebnisse bringen. Das heißt, Sport alleine ist immer gut, aber wenn du es mit Ernährung kombinierst, dann wirst du exorbitant gute Ergebnisse haben, weil Ernährung halt einen viel, viel größeren Hebel hat. Und das ist wie, wenn du beim Training setzt du ja immer Reize für den Körper. Wenn du jetzt allerdings die Ernährung falsch machst, ja, dann ist der Fortschritt sehr, sehr träge. Aber wenn du Ernährung, also wenn du Sport machst und dann dich richtig ernährst, dann macht's Spaß. Weil dann merkst du plötzlich, oh, der Bauch geht weg, die Kilos purzeln, ich sehe langsam ein bisschen Definition, vielleicht in den Armen, wenn ich das Training mache, ich werde besser. Und das ist was ganz viele falsch machen, dass sie sich immer nur auf den Sport konzentrieren und die Ernährung so außen vor lassen, obwohl die Ernährung einen viel, viel größeren Hebel hat. Und auch beim Training, da lehne ich mir jetzt weit aus dem Fenster, wirst du, wenn du nur einmal Sport machst die Woche und dafür dich richtig ernährst, mehr Fortschritt machen, wie wenn du sagst, du machst dreimal den Sport und ernährst dich falsch. Und das ist natürlich wieder positiv für die Motivation, weil wenn du Ergebnisse hast, dann macht es Spaß. Und wenn du bei der Ernährung mal rausfinden willst, wie das für dich persönlich richtig aussieht, weil es gibt ja viele Ansätze, wie man abnehmen könnte. Wenn du erfahren willst, wie das für dich und deine Situation richtig wäre, dann klick den Link unterhalb von dem Video, trag dich für eine kostenlose Beratung bei uns ein und ansonsten hoffe ich, das Video hat dir gefallen, du konntest ein bisschen was mitnehmen, zeig das gerne mal mit einem Daumen hoch, dann wünsche ich dir einen schönen Tag und
viel Power fürs Training.